Bis in den späten Abend hinein konnten die Menschen in Schottland, Wales und Teilen Englands abstimmen. Die Ergebnisse der Regional- und Kommunalwahlen werden aber teilweise bis Sonntag auf sich warten lassen. Der britische Superwahl-Donnerstag ist der größte politische Stimmungstest außerhalb einer Parlamentswahl seit fast 50 Jahren. Vor allem in Schottland steht auch für Premierminister Boris Johnson viel auf dem Spiel. Wenn die schottische Nationalpartei SNP von Regierungschefin Nicola Sturgeon die absolute Mehrheit holt, würde das den Unabhängigkeitsbestrebungen noch mehr Auftrieb verleihen. Ich hoffe, dass die SNP gewinnt, weil wir ein zweites Unabhängigkeitsreferendum wollen, vor allem weil wir jetzt die EU verlassen haben. Ich bin so besorgt, dass ich, wenn wir die Unabhängigkeit bekommen, zurück nach England ziehen muss. Und warum ist das so? Weil ich denke, dass wir ein dritte Weltland sein werden, weil wir mindestens 10 Jahre brauchen werden, um wieder dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Wir haben kein Geld und können aus eigener Kraft nicht überleben. In England stimmten die Menschen unter anderem über Gemeinderäte und Bürgermeisterämter ab. Im Fokus stand aber die Nachwahl eines Unterhaussitzes in der nordostenglischen Hafenstadt Hartlepool. Seit 1974 eine Labour-Hochburg, gewann hier überraschend die Kandidatin der konservativen Partei Jill Mortimer.